Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen, meine werten Leidensgenossen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir leider ein ganz klein bisschen Federn gelassen, indem ich unseren Handelsposten ein bisschen zu spät in das neue Gebiet verfrachtet habe. Ich hoffe, dass wir diese Folge jetzt erstmal von weiteren Banditenangriffen verschont bleiben und uns ein bisschen um die wichtigen Dinge des Lebens kümmern können, nämlich Geld verdienen und endlich auf Tier 3 ankommen. Da fehlt nämlich gar nicht mehr so viel. Man sieht, die Einwohnerzahlen haben wir geschafft. Lehm hätten wir rein theoretisch auch genug. Und jetzt fehlen am Ende des Tages, da haben wir unseren Freeze, wie jedes Mal, wenn ich aufnehme, zu Beginn der Folge. Komisch, dass die diese Performance-Bugs nicht in den Griff kriegen und das Game sich tatsächlich mindestens einmal am Anfang nochmal kurz aufhängt. Und uns fehlen noch 7 Häuser, die geupgradet werden müssen. Wobei 1, 2, 3 hier sich auch gerade im Upgrade befinden. Das heißt, wir nähern uns immer weiter den entsprechenden Punkten an. Und man sieht hier, dass wir auch ein paar hier noch haben, die man upgraden könnte. Alles noch Hütten, die alle noch eine zweite Nahrungsform brauchen, damit die im Endeffekt dann auch ein Level weiter höher gehen. Ansonsten sieht es für uns ganz gut aus. Unsere Felder werden hier aktuell gerade richtig gut bestellt und vorbereitet, dass wir dann auch mit Mühlen und Bäckereien anfangen können. Und ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, habe ich in der letzten Folge meine Mühle gebaut? Nee, ne? Habe ich noch nicht, oder? Bin ich verrückt. Ich muss mal kurz gucken. Schade, dass kann man hier Baustellen suchen? Ich glaube nicht, ne? Bei manchen Survival-Spielen sieht man am Ende des Tages ja, ob man bestimmte Gebäudetypen schon errichtet hat. Aber ich glaube, eine Mühle hatte ich noch nicht geplant. Nee, glaube ich nicht. Wir brauchen ja auch einen Händler, damit wir die Mühle dann in Betrieb nehmen können. Das heißt, das dauert dann in der Tat noch ein bisschen. Was fehlt ihm denn hier? Ach doch, hier, also hier ist schon mal die Bäckerei. Das wusste ich. Die hatten wir gebaut. Aber die Mühle habe ich... Ah, hier ist die Mühle. Da, okay. Seht ihr? Ich muss mir das echt merken, weil bei dem Baumenü, glaube ich, nicht angezeigt wird, ob ich das schon mal gebaut habe. Und vielleicht hat der hier günstiges, schweres Werkzeug dabei. Das wäre nice. Natürlich kein günstiges, schweres Werkzeug dabei, ne? Aber er will unsere Töpfersachen für gutes Geld haben und unsere T-Shirts auch. Versuchen wir mal noch ein paar mehr hier reinzuholen. Vielleicht können wir damit noch ein bisschen Geld verdienen. Haben wir immerhin 1400 hier, 300 hier. Also ein bisschen Geld brauchen wir noch, damit wir auch aufsteigen können, wenn wir dann unsere Häuser im Ausreichendemaßen geupgradet haben. Und jetzt haben wir gleich auch unser zweites Feld hier fertig, was wir dann in der Fruchtfolge mit dem anderen Feld direkt daneben an gemeinschaftlich benutzen wollen. Und wir haben auch echt viele Arbeiter und ein bisschen wenig Planken. Das heißt, wir packen hier mal unser Sägewerk voll. Aber ansonsten sind wir ganz gut aufgestellt. Wie sieht es mit der Essensproduktion aktuell aus? Oh, okay, wir produzieren mehr als genug Essen. Wunderbar. So, hier werden wir im nächsten Jahr auch einmal Erbsen und Dingens machen. Dann nehmen wir hier in der nächsten Runde nämlich einmal Flachs mit rein. Okay, haben wir einen zweiten Händler. Der hat die schweren Werkzeuge dabei. Perfekt. Können wir... Ich sag mal, wir brauchen davon eh einige. Wir nehmen 3 Stück, auch wenn uns das echt viel Geld kostet. Aber... Wir brauchen es. Wir brauchen es am Ende des Tages. Weil wir nur mit den schweren Werkzeugen auch unsere ganzen Sachen dann am Ende des Tages betreiben können. So, du musst hier auch erstmal Field Maintenance betreiben. Und dann mal gucken, dass wir hier die Fruchtbarkeit auch ein bisschen nach oben bringen. 61% ist ein bisschen arg wenig, um da irgendwas drauf anzubauen. Und jetzt mal kurz gucken. Jetzt haben wir hier Erbsen und Bohnen. Hier haben wir... Kann ich die alle parallel aufmachen? Nee, ne? Aber ich kann so durchswitchen. Okay, kann ich die auch umbenennen? Kann ich die umbenennen? Nee, ne? Oh, da wird sogar erklärt. Krass, wusste gar nicht, dass das geht. Kann ich nicht umbenennen, ne? Okay, ich kann den Namen nicht ändern. Das wäre auch zu schön gewesen. Okay, wir machen das einfach. Wir fangen in der nächsten Saison an. Da haben wir hier Erbsen und Flachs. Dann haben wir hier Erbsen und Bohnen. Das heißt, wir könnten hier Erbsen und Flachs hinmachen. Eigentlich reicht einmal Flachs alle 3 Jahre. Ich glaube, dann machen wir bei dem Ding hier sogar Getreide.
Und dann müssen wir die nachher. Und dann haben wir noch ein Jahr frei. Wo wir mal gucken müssen, was wir dann in die dritte Rotation reinpacken. Und jetzt können wir auch die Mühle hier freigeben. Bau aktivieren. Wir haben ja alles. Haben wir auch Flachs? Ne, Flachs haben wir natürlich nicht mehr da. Wie hätte es auch anders sein sollen? Ein Kind wurde geboren. Wie schön. Und wir sind auf 23 geupgradete Häuser. Das ist Nummer 24. Haben wir noch eins hier gerade? Nee. Oh, unser Dorf wird überfallen. Schnell die Glocke läuten. Ah, da hinten kommen sie diesmal an. Ja, okay. Aber da dürften wir jetzt ganz gut aufgestellt sein. Wir können hier noch einen Wachturm hinsetzen. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Sache. Wenn wir hier in der Ecke auch noch einen hätten. Machen wir das mal. Und dann haben wir jetzt gleich die Häuser geupgradet. Das ist richtig cool. So, ich glaube, das dürfte sogar schon gewesen sein. Wir lassen mal kurz den Alarm noch ein paar Minuten an. Aber wir haben auf jeden Fall alles, was wir produzieren, momentan auf Lager. Das heißt, wir haben kein... uns fehlt nichts. Das ist wirklich gut. Jetzt überlege ich, ob wir... Ah ne, hier sind wir schon mitten im Jahr. Okay, Flachs kommt nächstes Jahr. Und Getreide das Jahr drauf. Jetzt hätte ich hier, glaube ich, gerne noch Getreidesilos. Lager, wo haben wir sie? Kornspeicher. 1, 2. Die setzen wir hier hin. Haben die irgendwas? Alter, hab ich's weggedrückt. Nicht Depp. Okay, Essen dürften wir jetzt auch genug für den Winter bekommen. Und dann sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt hier. Ja, ich weiß, ihr habt keinen Flachs mehr. Und wir haben noch genug. Lehm auch. So, das heißt, jetzt müssen wir zusehen, dass wir das Gold verdienen. Weil die Häuser haben wir jetzt gleich. Das ist gleich aufgebaut und dann haben wir 25, dann ist hier oben alles grün. Die Bretter sind auch nur eine Frage der Zeit. Das heißt, wir müssen jetzt ein paar Sachen hier rüberkarren, damit wir bei der nächstbesten Gelegenheit hier ein bisschen Geld verdienen. So, holen wir die Hemden mal rüber. Was haben wir hier? Holen wir mal ruhig ein bisschen was rüber hier. Was haben wir denn alles noch? Kräuter finden wir auch wie sonst was. Gucken wir mal, ob wir ein paar Kräuter verkaufen können. Honig können wir auch immer weggeben. Komm her. Haben wir sonst noch was, was wir hier rüberbringen können? Kerzen können wir noch ein paar mehr holen. Machen wir das mal. Bisschen mehr Körbe. 39, okay. Und das müsste reichen. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht auf die 2000 Gold mit den nächsten 1-2 Händlern kommen. Damit wir dann auch entsprechend upgraden können. Genau, hier haben wir Äpfelbäume. Jetzt könnten wir uns nochmal... Oh, 9 noch weitere, klar. Jetzt können wir uns nochmal erstens noch einen zweiten eine Obstplantage machen mit Obst, was zu einer anderen Jahreszeit verfügbar ist. Ne, nicht die Scheune. Die brauchen wir auch jetzt gleich. Die Obstplantage. Setzen wir die vielleicht hier hin? Warum eigentlich nicht, ne? Wisst ihr was? Machen wir die direkt nebenan. Und so. Und dann haben wir hier noch eine zweite Obstplantage. Dann mit den Pflaumenbäumen. Und jetzt wäre es eigentlich cool, wenn wir auch noch was für unsere Tiere hier irgendwo aufsetzen könnten. Das muss aber umzäunt sein, damit keine Wildtiere hin können. Und wenn meine Kühe nicht abhauen, wenn sich mal wieder ein Fuchs, ein Wolf oder irgendwas annähert. Und es muss weit genug weg sein von unseren Dorfbewohnern, weil das Verschmutzung macht. Wie ihr seht hier, guckt euch das an. Minus 30, wenn ich zu nah dran bin. Oh ja, das... Aber hier können wir es hinsetzen. Ich glaube, es ist auch nur das Gebäude, was diesen Verschmutzungsgrad hat. Ich glaube, die Tiere, wenn die hier sind, haben das dann am Ende des Tages nicht. Aber hier können wir es so schlecht umranden, ne? Obwohl, wir könnten halt auch einfach einen Zaun dann hinsetzen. Nee, das gefällt mir nicht. Hier machen wir die Obstplantage hin. Nee, das muss ich mir nochmal überlegen, wo wir das hinsetzen. Wir haben momentan eh kein Geld, um uns Kühe zu kaufen, ne? Machen wir uns nichts vor. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir ein bisschen Geld verdienen, weil wir jetzt nämlich alles hier oben voll haben.
Wie viele Einwohner haben wir? 32. Dann lasst uns mal nochmal ein paar mehr auf die Farm hier drauf packen. So, der erste Kornspeicher ist auch schon fertig. Hier kriegen wir jetzt im nächsten Jahr Flachs. Und im Jahr drauf kriegen wir dann das Getreide. Und man sieht die unterschiedlichen Fruchtbarkeiten jetzt auch ziemlich gut. Das ist das Feld, was wir schon so lange haben, wo wir fast bei 100% sind. Hier sind wir bei irgendwas mit 70%. Und dann hier oben sind wir nur bei 61%. Aber ich denke mal, dass auch unser Komposthaufen, unsere Kompostieranlage wahrscheinlich zeitnah dann da auch noch ein bisschen was draufschmeißen wird. Jedenfalls hoffe ich da einfach mal drauf. Okay. Nächster Kornspeicher ist fertig und ich glaube, ich würde gerne noch ein zweites Sägewerk jetzt bauen. Oh, huckelt ein bisschen heute, habe ich das Gefühl. Kriegen wir das hier irgendwo reingequetschert? Wo ist das andere? Hier ist das andere. Setzen wir es hier hin. Machen wir es mal mit höherer Priorität, damit es schnell fertig gebaut wird. Was haben die? Keine Steine wahrscheinlich, ne? Ja. Das schicken wir euch mal hier hin. Oh, guck mal, hier ist Wildschwein. Und sehr viel zum Jagen. Oh, unser Essen ist ein bisschen knapp, sehe ich gerade. Wie kommt das denn? Kaum Fleisch und Co. Hallo? Setzen wir hier oben mal noch einen Jäger hin. Ist hier auch irgendwo vielleicht mal Wolf wieder? Ah, hier oben. Da ist wieder ein... Ah, da sehe ich es gerade, ein Wolfsbau. Hätte ich doch fast übersehen. Packen wir uns hier noch einen Jäger hin. Und ziehen die Straße hier runter, damit es verbunden ist. Ich habe das Gefühl, das Game ist heute irgendwie so ein bisschen ruckelig. Dabei haben wir noch nicht mal sonderlich viele Einwohner mit 175. Das könnte durchaus noch mehr sein. Wunderbar. Jetzt geht's hier los und auch hier fangen sie an, das Feld entsprechend vorzubereiten. Das Unkrautniveau dürfte jetzt auch nochmal ordentlich nach unten fallen. Sehr schön. So, jetzt muss ich kurz gucken. Im nächsten Jahr kommt hier Getreide. Dann kommt hier Flachs. Das heißt, hier würde sich im nächsten Jahr das... Hoppla, zu schnell. Das und das anbieten. Und dann könnten wir hier im letzten Jahr auch nochmal Getreide draufhauen. Und dann haben wir jetzt ein Jahr frei. Das heißt, wir haben hier Flachs, dann im Jahr darauf hier Getreide und im Jahr darauf hier oben Getreide. Und das gleiche müssten wir hier auch machen. War doch im letzten jetzt, ne? Ja, ich muss mich ab und zu mal orientieren, dass ich hier nicht so viel Quatsch anklicke. Das passiert dann doch schneller, als man denkt. Okay, und die beiden sind synchron geschaltet. Die beiden Felder. So, sehr schön. Was haben wir hier? Nahrung verdirbt. Okay, können wir nicht ändern aktuell. Wäre schön, wenn jetzt noch ein Händler auftaucht. Und vielleicht müssen wir die ein oder andere Produktionskapazität jetzt hier hinten mal hochschrauben. Kerzenwerkstatt. Der kriegt zwei weitere. Seife. Machen wir auch nochmal zwei rein. Wir haben ja noch 21 übrig. Also schon noch relativ viele. Er wird Kerzen, aber bezahlt schlecht. Nee, dann kaufen wir das nicht. Wir bezahlen hier. Wir verkaufen unsere Ware nicht unter Wert. Guckt euch das mal an, wenn ich zur Seite swipe hier. Das ist ja gar nicht schön. So, hier können auch zwei rein. Schuster, das passt alles, ne? Schuhe haben wir. Okay, die gehen halt aus, weil wir keinen Flachs haben. Ich bin ja ein Genie. Ich bin ja ein Genie. Ich habe die ja hier synchron geschaltet. Aber das heißt, ich kann ja auf einem hier Getreide und auf einem kann ich Flachs anbauen. Dass wir wenigstens zwei Jahre in unserem Dreierzyklus hier auch Flachs anbauen. Das wäre ganz cool. Okay, Unkraut ist auf 0% und Fruchtbarkeit auf 64. Und hier geht Unkraut auch runter und dann dürften wir auch hier die Fruchtbarkeit noch entsprechend erhöhen können. So, jetzt kommt Flachs. Und dann nochmal Bohnen. Sehr schön. So, und auch Seife und Kerzenkuh füllt sich auf. Sehr gut. Und dann haben wir gleich die Mühle fertig und im nächsten Jahr wird dann das erste Brot gebacken. Haben wir sogar schon einen Bäcker hier drin. Sehr schön. Und 21 Arbeiter haben wir aktuell noch frei. Versuchen wir das mal so ein bisschen aufrecht zu halten, dass wir bei den Arbeitern nicht zu weit nach unten rutschen. Okay.
Aber ansonsten auch nichts, ne? Haben wir hier oben nicht irgendwo Gold gehabt? Hier. Ah, das war tief. Wir brauchen kein tiefes Goldvorkommen, sondern wir brauchen die, die ich jetzt abbauen kann, weil bis wir an tiefe Goldvorkommen rankommen, vergehen ungefähr nochmal 5000 Jahre. Ne, aber hier haben wir Eisenerz. Könnten wir tendenziell schon mal vorbereiten und schon mal abbauen. Ich schau mal ganz kurz, ob wir hier irgendwo eine Goldmine haben, an die wir schon ran können. Nee, scheint mir aktuell nicht der Fall zu sein. Ich muss ein bisschen rauszoomen, bin da viel zu nah drin. Genau, hier haben wir Lehm, noch mehr Eisen. Da waren die tiefen Goldminen. Nee, hier ist wieder eine Wolfhöhle. Okay. Das heißt, wir haben hier nur tiefe Goldminen aktuell. Das gefällt mir nicht. Gucken wir mal, ob wir hier einen Scout hinschicken können. Nichtsdestotrotz könnten wir hier schon mal anfangen, Eisenerz abzubauen und unser Lager entsprechend zu befüllen. Und das hier einfach schon mal hinsetzen. Und Kohle habe ich doch bestimmt hier auch irgendwo gehabt. Noch mehr Eisenerz. Hier ist nochmal Lehm. Ich hatte hier auch irgendwo Kohle. Das weiß ich. Also, was heißt weiß ich? Das meine ich. So, wo war die Kohle? Ich meine, hier wäre irgendwo Kohle gewesen. Hier ist tiefes, aber hatte ich nur ein tiefes Kohlevorkommen? Das ist ja richtig mies. Dann muss ich echt eine Köhlerei bauen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das eigentlich vermeiden. Was haben wir hier? Nochmal Lehm. Okay. So, die auskundschaften hier schön alles. Die kann weg. Aber ne, was soll man machen, ne? Dann brauchen wir eine Köhlerei. Aber damit kriegen wir dann wenigstens schon mal, ich sag mal, die ersten Einheiten Kohle und Eisen in unsere Lager rein. Was ganz, ganz wichtig ist. Unser Stapelplatz hier ist halb voll. Das heißt, wir könnten schon mal einen weiteren wieder bauen. Setzen wir hier unten mal direkt noch einen daneben. Okay. Was machen die hier? Ah, okay, die ernten den Flachs ab. Das Flachs, den Flachs. Irgendwo ist hier auf jeden Fall Flachs. So. Arbeiter 26, richtig gut. Wir kommen da richtig, richtig gut vorwärts. Und auch unsere Baumaterialien sind gleich voll. Unsere Bretter füllen sich recht schnell auf. So, jetzt hatten wir gerade einen kleinen Cut drin. Ich musste ein paar Minuten was erledigen. Und ich weiß gar nicht mehr, wo wir so genau stehen geblieben sind bei meinem letzten Satz. Was ich allerdings weiß, ist, dass unsere Mühle jetzt in wenigen Augenblicken fertig wird, weil wir endlich wieder Flachs auf Lager hatten. Jedenfalls hatten wir vorhin. Es kann ja nicht sein, dass wir nur 52 Flachs herbekommen haben. Wie viel haben wir gekriegt? 975. Okay, unser Flachs ist wahrscheinlich irgendwo gerade unterwegs. Auf jeden Fall ist unsere Mühle fertig. Das heißt, im nächsten Durchgang, wenn wir hier dann unser Getreide ernten, können wir dann endlich unser Brot herstellen. Und dann das Problem mit der Verfügbarkeit von unterschiedlichen Nahrungen besiegen. Weil wir nämlich, um auf die nächste Stufe mit unseren Häusern zu kommen, nicht nur eine Attraktivität von 65 brauchen. Nein, wir müssen auch drei unterschiedliche Nahrungstypen anbieten, damit das funktioniert. Das heißt, unser Brot wird uns da wirklich gute Dienste erweisen. Und wie man hier sieht, werden immer mehr von unseren Lagerstätten voll. Da müssen wir ein Auge drauf haben, dass wir hier nicht zu wenig Lagerkapazitäten haben, auch im Hinblick auf unsere Felder. Oh, hier wird wieder gedüngt. Damit wir auch unsere Leute am Leben halten können, ne? Das sollte auf jeden Fall ein großes Ziel sein. Kerzen steigen jetzt nicht so stark. Wir haben aber genug Wachs. Und Brennholz auch. Packen wir hier noch zwei weitere in unsere Kerzenwerkstatt rein. 17 Laborer haben wir ja noch. Das heißt, wir müssen erst jetzt langsam anfangen, ein bisschen, ich sag mal, kürzer zu treten. Steht die Mine hier auch schon? Ach, guck mal, da sind sogar auch schon zwei Stück drin, die hier jetzt demnächst die ersten Eisenerze ranschaffen. Und wie sieht's mit unserer Köhlerei aus? Okay, die wird noch gebaut. Wir müssten auch bald mal wieder Steine kaufen, sehe ich gerade. Ne, sonst gehen die uns nämlich zeitnah aus und dann haben wir auch wieder ein ganz anderes Problem. Oh, unsere Obstfarmplantage ist fertig, habe ich gar nicht mitgekriegt. Das heißt, wir pflanzen hier die Pfirsiche.
Eins, zwei, drei. Nee, das machen wir nicht. Hier geht's noch. Und jetzt brauchen wir das kleinere. Hoppla, nein. Nehmen wir das 1x1 jetzt. Und machen hier entsprechend alles voll. Hier haben wir noch eine Lücke. Ne, jetzt haben wir es. Wunderbar. Gut, das heißt, dann haben wir hier in ein paar Jahren auch Pfirsiche. Ja? Dann haben wir Obst schon mal über einen Zeitraum von Juni bis Oktober. Das ist ganz cool. Und jetzt haben wir hier auch noch 300 Einheiten Flachs. Das heißt, unsere T-Shirts dürften sich jetzt auch wieder auffüllen. Sehr schön. Und Seife füllt sich auch richtig gut auf. Wisst ihr was? Da holen wir hier noch ein bisschen was rein. Das muss ja nicht sein. Machen wir mal auf 37 hoch. Wer weiß, was der nächste Händler von uns haben will. Sollten wir auf jeden Fall ordentlichen Vorrat haben, damit wir auch ein bisschen Geld verdienen können. Aber vielleicht bringt uns dann der nächste Handel schon dazu, dass wir auf Stufe 3 gehen können. Und dann in der nächsten Folge endlich, endlich mit den besseren Produktionsstätten anfangen können. Ich hoffe es inständig. Und die Köhlerei ist gleich fertig. Sehr gut, fehlt nicht mehr viel. Wieso habe ich keine Pfeile? Oh, 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 oh. Packen wir hier mal noch einen rein. Das kann ja nicht sein, dass uns unsere Pfeile ausgehen, sodass wir nicht mehr jagen können. Das ist nicht gut. Und hier liegt jede Menge Holz rum. So, genau, hier Erbsen und Bohnen. Hier Erbsen und Getreide. Und hier noch einmal Fruchtbarkeit, richtig? Ah ne, hier wird schon angebaut. Aber hier noch einmal Fruchtbarkeit, okay. Sehr gut, damit können wir auf jeden Fall leben. So, und jetzt wäre es richtig nice, wir sind nämlich schon bei knapp 22 Minuten, wenn wir jetzt noch einen Händler abgreifen könnten, sodass wir wirklich in dieser Folge schon die Voraussetzung für Tier 3 erfüllen können, sodass wir in der nächsten Folge dann nur noch upgraden müssen und dann eine ganze Folge Zeit haben, die nächsten Sachen hier aufzubauen. Das wäre wirklich richtig stark. So, jetzt haben wir hier das. Wie weit ist eigentlich die Reichweite hier noch? Okay, hier haben wir noch ein bisschen Platz für Häuser. Und dann bräuchten wir eigentlich, hier ist die Mühle, dann könnten wir hier noch mal so eine Ortschaft hinmachen und die Mühle könnten wir ja auch versetzen. Die trägt ja nicht unbedingt zur Attraktivität unserer Landschaft hier bei. Okay, der tötet hier alles. Oder wir machen hier noch einen Ortsteil hin, das geht natürlich auch. Also wirklich eine Großstadt wird das hier jetzt ja nicht, ne? Dadurch, dass wir hier jetzt auch die Felder noch hingepflanzt haben, naja, vielleicht zieht unser Stadtzentrum dann irgendwann in weit entfernter Zukunft nochmal um. Gucken wir mal. Schade, dass wir hier keine normal erreichbare Goldmine haben, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ungefähr 1 Million Eisenminen, das ist auch gut. Und bis zu den tiefen Goldminen ist es ja nur eine Frage der Zeit, ne? Wir müssen ja nur Stufe 4 erreichen. So, der nimmt auf jeden Fall schon mal unsere Körbe. Aber für... Ach, weißt du was? Wir müssen ihm das Zeug auch nicht in Rachen schmeißen, ne? Also wir müssen uns hier auch nicht unter Wert verkaufen. Das machen wir nicht. Da warten wir lieber auf den nächsten Händler. Und gucken jetzt mal, ob wir hier irgendwo eine Farm hinsetzen könnten. Eigentlich hier, ne? Aber dann ist das Ding halt ganz verbrannt, wenn ich da jetzt die Farm hinsetze. Aber wir könnten dich wenigstens erstmal hier hinsetzen. Wisst ihr was, das machen wir. Oder? Hier wäre, glaube ich, besser. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier mit Häusern hochgehen, ist ja höher. Wisst ihr was, wir gehen hier hin mit der Farm. Hier machen wir die Farm hin. Und jetzt brauchen wir Weidezaun. Wie weit geht das hier noch? Bis hier? Da. So, das müsste reichen. Und das dürfte auch schon reichen, glaube ich, um unsere Tiere so ein bisschen zu sichern. Ah, da ist der nächste Händler.
Wollen wir hoffen, dass da jetzt was dabei ist, was wir verkaufen können. Oh, wunderbar. Da verdienen wir auf jeden Fall gutes Geld. Und jetzt sind wir schon bei den 2000 angekommen. Guck mal, die Körbe können wir auch noch verkaufen. Hat er auch Steine für uns? Oh, guck mal, er verkauft auch Steine. Aber super teuer. Jetzt müssen wir erstmal in unsere Stadt Gold reinkriegen. 900 haben wir noch. Wisst ihr was? Nee, wir kaufen noch keine Steine. Aber wir upgraden jetzt. So, setzen mal das Ding auf hohe Priorität. Und dann sollen die mal schnell unser Stadtzentrum auf Stufe 3 bringen. Gut, dann haben wir hier die Farm. Und das Ding auch umrandet. Das ist auch ganz gut. Und dann kriegen wir hier nämlich auch Milch und können dann hier auch Käse herstellen. Das schalten wir nämlich jetzt frei. So, wo habe ich denn eigentlich hier? Hier habe ich einen Brunnen. Okay, nee, Brunnen habe ich. Okay. Passt hier noch ein Brunnen hin? Ja, machen wir den mal dahin. Okay, fehlt nur noch das Baumaterial. Jetzt haben wir auch relativ viele Bretter schon. Dass wir hier oben das Ding hier mal auch ein bisschen runterfahren können. Wie viele Arbeiter haben wir denn noch? 18, okay. Das geht noch. Könnte schlechter sein, würde ich sagen. So, die Händler hauen wieder ab. Und hier wird das ganze Zeug hingekarrt. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, bis das fertig ist. Aber ich glaube, dass das dann jetzt ein ganz guter Zeitpunkt ist, um in die nächste Folge zu springen. Ich denke mal, zu Beginn der nächsten Folge wird das Gebäude hier vielleicht sogar schon fertiggestellt sein, sodass wir dann direkt in die Planung übergehen können. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Bei Folge 7, glaube ich, inzwischen schon. Und dann freue ich mich drauf, euch in ein paar Tagen wiederzusehen. Bis dahin.